der Counter. Den Counter nochmal auf 2 Minuten. Nee, nee, oder so. Nee. Ist hier, okay. Jetzt gehen wir hier so, zack. Achso, starten wir jetzt einfach mal. Wir starten. Gut, wir starten. Bin ich laut genug? Ja. Das hören wir gleich. Da hinten hieß es ja. Können wir machen. Das hat gut funktioniert. Egal. Kein Problem. Was gut funktioniert, das macht man nochmal. Ich habe es heute Mittag in der Software programmiert, hier so voll geil mit Gedöns. Aber hat nicht funktioniert. Machen wir ein andermal. Egal. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Retrobla. Mach das nochmal, ich habe dir den Ton abgedreht, es tut mir leid. Hallo zusammen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Retrobla, hier vom Easter Hack 2017 in Main... irgendwas? Mülheim. Mülheim. Mein Gott, wieso komme ich auf Mainhausen? Wir sind hier am Main. Ach so, ja, Mainhausen. Ja, Mainhausen. Ja. Heißt jetzt Mainhausen. Entenhausen. Viele von euch kommen hier eh nie wieder hin. Also von daher ist das ja auch nicht so schlimm, wie das heißt. Ja, genau. Wir sind ja heute beim Easter Hack. Das ist die Osterveranstaltung vom Chaos Computer Club mit 500 Besuchern, die natürlich alle hier jetzt in dem Raum sind und sich gerade lautstark bemerkbar machen. Macht mal was. Jawohl. Cool. Genau, irgendwas. Schon gut. Irgendwas tutet hier. Nein. Wir drehen mal alles runter. So. Bin das ich? Ich bin hier. Nee. Ist ja auch erst die 16. Sendung von uns, also von daher kann immer mal wieder was passieren. Okay. Ja. Ja, dann mach den Raum mal leise. Hallo? Gut, also wir sind jetzt auf jeden Fall weiterhin im Stream zu hören. Okay, das ist gut. Der Raum ist viel leiser gemacht, das war sehr sinnvoll. Ja, außer und gleich bei den Spielen, das ist vielleicht nicht so sinnvoll. Ja, genau, das regeln wir dann, während wir spielen, das ist gut. Ja kein Problem. Genau, und aber wir haben ja alle ein lautes Organ und ich würde jetzt eigentlich sagen, begrüßen wir doch mal die Teilnehmer im Chat, aber... Den Chat, da war was. Da genau. War was. Ja, jetzt erstmal für die Leute, die hier sitzen, die sich fragen, was machen die zwei älteren Herren und die junge Dame hier vorne. Retrobla ist... Die ist gar nicht so jung. Entschuldigung. Herr Charmeur. Ja. Ich hau gleich immer, sorry. Triffst den Richtigen, also von daher ist das nicht das Problem. Ja, was machen wir in Retrobla? In Retrobla sitzen wir zusammen und reden über alte Spiele. Mhm. Meistens immer zu einem Themenabend. Also beim letzten Mal haben wir Spiele, die sich mit Arnold Schwarzenegger oder sagen wir mal Arnold Schwarzenegger ähnlichen Themen beschäftigten, also viel Geballer und Prügelei. Dieses Mal werden wir Spiele spielen, die sich mit dem Thema Hacking beschäftigen oder wo halt ein Hacker im Mittelpunkt steht. Das Ganze natürlich klassisch. Wie kommst du denn auf so ein Thema? Ich weiß auch nicht. Ich habe manchmal habe ich so meine hellen 5 Sekunden und bin dann halt voll KLUK und der Live-Chat. Guck mal, ja. Chat. Die drehen ja schon durch da. Wir werden auch immer lauter gedreht, das funktioniert noch. Keine Rückkopplung. Ja, keine Rückkopplung. Wo sind wir denn jetzt überhaupt live? Also einmal auf YouTube und einmal auf Facebook? Nee, wir sind nur auf YouTube live. Wir sind live light heute. Aber ich dachte, wir wollten auch. Ja, komm, gleich. Warte. Drück doch mal auch auf Facebook Play. Drück doch mal einen Knopf. Genau, drück doch mal einen Knopf.
David, yes, press the button. Ja, genau, also wir spielen diese Spiele immer ein bisschen an, versuchen meistens verzweifelt, was wir da nicht schaffen, in Level 2 zu kommen. Heute ist der Vorteil, dass wir viele Spiele haben, die gar nicht auf Levelbasis funktionieren, sondern es sind eher so Action-Adventures oder Adventures oder Rollenspiele, weil viele Spiele, auch damals, die sich mit dem Thema Hacking beschäftigt haben, waren auch schon etwas komplexer. Mal als Beispiel, das erste, was wir gleich spielen werden, wenn wir so weiter, ist das Spiel Hacker von Activision von 1985. Ich bin gar nicht an. 85. Wollte eigentlich das Spiel selber mitbringen. Ich habe es heute rausgesucht und habe es, nachdem ich es rausgesucht habe, nicht mehr gefunden. Es ist hier drauf, ich weiß ja, ach nee, unsere Action-Cam haben wir auch nicht im Einsatz. Ja, warte. Achso. Die Action-Cam sieht anders aus. Na gut, aber okay. Moment. Alles der Reihe nach. Ich bin ja noch nicht ganz so weit. Zack, zack. Genau, halt du mal. Nee, das ist gefährlich. Auch für die Leute hier im Raum. So, und jetzt ja, hätten wir die Big Box gerne hier. Genau, und das Spiel Hacker ist da. Und naja, typisch halt so, ne, voll das Klischee. Also der Typ sitzt davor und hackt sich da rein in seinem dunklen Raum mit dem Licht schön an. Das Witzige an dem Spiel ist, hat überhaupt nichts damit zu tun, weil man eigentlich ist es ein Spionagespiel und das werden wir auch gleich mal sehen, weil außer sich mal ganz kurz am Anfang irgendwo reinzuhacken, ist man eigentlich sehr viel mit so einem Roboter unterwegs und so. Also ja, eigentlich ein sehr kurioses Spiel. Und das Kurioseste an dem Spiel ist, wer sich so früher noch dran erinnert, früher gab es keine Tutorials, sondern die Spieler hatten sowas Gedrucktes, so komische Zeichen auf totem Baum. Man nannte es Anleitungen und die waren teilweise recht groß, je nach Spiel. Aber bei Hacker hatte sich Activision damals wirklich was Lustiges ausgedacht. Die haben gedacht, nö, das ist die Anleitung. Also dieses eine Blättchen ist die Anleitung zu dem Spiel. Weil ich gedacht habe, wenn wir ein Spiel machen, das Hacker heißt, dann sollen die Leute gefälligst rauskriegen, wie man das spielt. Hat funktioniert, es war auch recht erfolgreich, hatte nochmal Nachfolger nach sich gezogen und ja. Ja, bevor wir dann loslegen, wie sieht's denn in unserem Chat aus? Sind überhaupt schon Leute da? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Obwohl ein paar natürlich verwirrt waren wegen 8 Uhr oder 8.30 Uhr, aber es läuft. Und ich habe mich gerade hier reingeschaltet und habe alle begrüßt. Das ist toll, genau. Ja, es war irgendwas mit Hacker 2 stand da. Du kannst natürlich auch in die Kamera sprechen, statt zu schreiben, aber... Klar. Okay. Ist kein Problem. Ich lese auch, während ich spreche. Wenigen Sekunden unsere Freunde und Verwandten auf Facebook begrüßen. Ach ja, genau. Retrobla ist jetzt live. Ding Dong, wir sind live. Cool, dann kann ich das ja mal kurz teilen und... Seth, möchtest du auch irgendwas sagen? Möchtest du jemanden grüßen? Weil dann kann ich das in der Zeit mal kurz sagen. Boah, meine gesamte Verwandtschaft ist technisch... so versiert, dass ich Ihnen erzähle, dass ich seit 6 Jahren Livestreaming und Livestreams mache und es hat bisher noch keiner geschafft, irgendwo da reinzuschalten. Von daher... Livestream ist doch was mit Porno, oder? Ja, wenn die es nicht gepackt haben... Sag mal, bin ich jetzt wieder so laut? Ich bin extra laut, oder? Ach so, warum bin ich extra... Bin ich jetzt leiser? Ja. Ah, Sven, rede ja. Du. Ich bin da. Hallo, guten Tag. Ich teile das jetzt mal ganz kurz im Internet. Ja. Und dann können wir weitermachen. Ja, Livestreams. Das wir im Internet sind jetzt live. Gott, man sollte nicht schreiben und reden gleichzeitig. Ist so ein Ding. Kannst du gucken, dass du den Facebook-Chat auch so ein bisschen im Auge behältst? Ach, das habe ich noch gar nicht offen. Genau. Machen wir gleich. Warte. Ja, weil dann ist nämlich der nächste Schritt, dass wir... dann ins Spiel direkt wechseln. Mhm. Und wie gesagt, Hacker von 1985, was ganz auch ganz gute Bewertungen in Deutschland weit und international bekommen hat. Kleines Zitat, Adventure mit Action und DFÜ-Einlagen. Mhm. Es war kein Werbespruch, das war der Text der Powerplay von der Happy Computer von 1986. Ja. Was sind denn DFÜ-Einlagen? Also wie stelle ich mir DFÜ-Einlagen? Also ich naja, weiß, du simulierst halt, dass du dich weltweit irgendwie einhackst. Wow. Wow. Naja, 1985 war das noch etwas, was der Papa noch nicht so kannte.
Das kannte ich auch noch nicht. Und das war meine einzige, mein einziger Kontakt mit irgendwelchen streamenden Daten und meinen Eltern, dass ich ein 300 Bit pro Sekunde Modem, so ein Dings geschenkt bekommen habe für den C64. Und ich zu damaligen Zeiten dann dachte, ich muss auch mal irgendwie so eine Box anwählen. Habe ich gemacht. Ferngespräche waren damals, glaube ich, irgendwie noch so 3 Mark oder sowas. Kleinwagen, genau, ja. Und das gab dann, also das Modem wurde mir dann 3 Wochen später weggenommen, nachdem die Telefonrechnung da war. Mein erstes Modem war ein 2-4er Modem. Damit habe ich schon angefangen, mich bei CompuServe einzuwählen. Das war der erste Internetanbieter bei uns. Habe aber noch so ein bisschen Mailboxen. Das Einzige, was bei mir hängen geblieben sind, dass, glaube ich, so ein JPEG-Porno-Bild irgendwie eine Dreiviertelstunde gebraucht hat. Und irgendwie weiß ich nicht, dass Hot Teen irgendwie Oma Kasulpke aus der Nachbarschaft war. Und wenn sich nach einer Dreiviertelstunde rausstellt, dass es dann doch kein Pornobild ist, ist es halt auch echt schade. Ja, das als 17-Jähriger sehr verstörend gewesen. Weißt du, was kein Wunder ist, dass das Mikrofon, guck mal, da vorne sind Löcher in dem Mikrofon. Ach, hör doch auf. Du willst doch nicht sagen, dass ich das jetzt falsch rum hatte, oder? So? Also ich höre keinen Unterschied. Du nicht, aber wir. Reden wir mal. Okay. Test 1, 2, 3, 4, so. Ja, weißt du, was der Punkt ist? Ich bin doppelt so laut gestellt, oder was? Ja, du bist doppelt so laut gestellt wie ich. Der Punkt ist, dass das Mikrofon, das ist diese Sache mit deinem Kopf. Das Mikrofon, weißt du, wenn bei mir ist es hier in der Ohrmuschel drin und dann geht es vorne und dann fängt es vorne, dann ist da. Ja. Ist nicht. Was kann ich dafür sagen? Was ist so ein Kleinkopf? Echt. Also wirklich. Ja, wie hoch war denn die Telefonrechnung? Weißt du das noch? Hat mir keiner gesagt. Also, die haben mir nur das Modem weggenommen. Meine erste CompuServe-Rechnung war knapp 800 Mark. Das war, als ich das Internet entdeckt habe. Als Schüler war das natürlich so eine Art Genickbruch, aber eine Sache, die man heute nicht mehr machen kann, weil die ja alles nachweisen können, war, dass ich damals angerufen habe und gesagt habe, guten Tag, ich habe hier so eine Rechnung bekommen. Ja, das ist wegen unserer Dienstleistung mit ihrem, was für eine Dienstleistung? Ja, damit sie sich bei uns in unseren Dienst einwählen können und Internetfunktionen nutzen können und sowas. Ich so, was meinen Sie mit Internet? Ja, mit Ihrem Computer. Ich so, tut mir leid, wir haben in unserem Haus keinen Computer. Ja gut, dann hat sich jemand mit Ihren Daten eingeloggt. Wir löschen das Ganze dann. Und ja, das konnte man 1993, 94 noch machen. Hey, das hat mir den Arsch gerettet. Gut, wollen wir mal uns in das System hacken? Ja, hack doch mal los. Ach so, du wartest wieder auf mich, oder? Ich warte auf dich. Ich erzähle hier die intimsten Details aus meiner Kindheit, eigentlich nur um zu bedecken, dass es doch mal langsam losgehen könnte. Ach. So. Dann bist du aber jetzt auch wirklich schief gewickelt, dass das schnell losgeht. Der Trebo ist jetzt auch schon im Chat. Hallo Trebo, grüß dich. Das ist für die sitzen hier ein Livestream-Kollege, der auch viel jetzt Internetradio macht, eigenständig, vor kurzem ein Portal. Und unser letzter Gast war ganz im genau. Sinne. Ja. Weil ab und zu laden wir Leute ein, die sich dann mit uns hier hinsetzen und Spiele spielen. In der nächsten Sendung am 20. Mai, die hier in der Nähe stattfindet. Also wir sind eigentlich immer im Flipper- und Arcade-Museum hier in Selingstadt. Das ist so in der Nachbarschaft, in der direkten. Und wir laden dann ab und zu Leute ein und in der nächsten Sendung werden wir zum Beispiel Star Trek-Spiele spielen. Yeah. Ja, das wird übrigens auch sehr toll, weil es auch sehr viele eigentlich Adventures sind und so. Ich bringe meinen Tribble mit, den kann man dann zwischendurch mal streicheln und so. Weil der so toll vibriert, ja, ich weiß. Ich kenne diese Tische immer auf irgendwelchen Conventions. Die nee, keine Sorge, ist keine Waschmaschine. Ja. Was ist, das ist dein Lock-on, ist schon fürs Spiel, oder was? Ja, ja, das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Genau, genau. Jetzt werden wir mal sehen, ob wir auch Ton haben. Genau, also das Spiel fängt wirklich so an mit Log-on, please. Und da kann ich jetzt sagen, Log-on, please. Falsche Tastatur. unten das Maus und MS4, das ist doch mit Sicherheit... Nee, siehste? Ah. Nein, das ist...
Das ist etwas kompliziert, weil wir spielen das Ganze ja hier über den Raspberry und die Recallbox. Und die macht nämlich Folgendes. Wenn ich nämlich die Tastatur drücke, ja, dann manche Tasten haben eine Funktion. Und deshalb öffnet sich dann zum Beispiel ein Menü. So, jetzt kann ich zum Beispiel Enter drücken. Ne? Gut, ich weiß natürlich nicht das Passwort, also könnte ich jetzt einfach mal... Moment, das Spiel war das mit dem, dass das Passwort nicht in der Anleitung steht. Nein, es gibt keine Anleitung. Ja, vielleicht sagt er ja das Passwort jetzt gerade über Funk. Das wäre toll. Ach, wir werden gerade gefragt, wo ist denn Sarah geblieben? Das hat jemand nicht mitbekommen. Sarah hat uns... ach, der Herr Merkelbach, oh Gott. Hochwürden. Ja. Nein, also hallo, nicht mehr da. Herr Merkelbach, jetzt bin ich da. Genau, das ist unsere neue Sarah. Nee. Darf ich zwischendrin Fragen stellen? Ja. Weil wir machen jetzt aber nicht 2 Stunden Passwortraten. Da kommt also noch Grafik und so. Sag mal, du bist auch so echt, ne? ADHS oder so, ne? Ja, das Spiel fängt so an. Das ist das Intro. Ach, das gehört so dazu. Das hättest du mal sagen müssen. Das erwarte ich von einem 12-Jährigen, der sagt, warum ist das Spiel noch nicht komplett geladen mit der Grafik? Aber du müsstest es aus der Zeit ja noch kennen. Weil du erzählst mir von einem 300-Baut-Modem. Ja, ich hatte auch Spiele, die sahen so aus, deswegen frage ich ja nach. Also, da kam nichts mehr weiter. Nein, ist mir schon klar, dass wir hier keine Text-Adventures spielen. Was, glaube ich, echt so ungefähr... Könnten wir die Sendung auch über Telnet machen. Ja, genau. Das ist nett, guck mal, die fragen dich, welches System du hast. Und obwohl dir eigentlich natürlich noch der C64 fehlt, weil dafür kam das Spiel natürlich auch raus und diverse andere Systeme. Aber wir nutzen hier ein Atari ST. Aber irgendwie höre ich gar keinen Ton. Nee, ich auch nicht. Ja. Hast du? Warte. Weil nämlich jetzt... Das letzte Mal hatten wir das, dass du mir gesagt hast, ich sollte das Kabel austauschen. Habe ich das Kabel gegen dieses ausgetauscht? Dann bist du ins Menü gegangen? Sekunde, ja, ja, ja. Sekunde. Ich mache mal wieder den Ton leise hier, bevor Sekunde, alle, jetzt alle muss ich... schade. Nee, das muss ich so machen. Ja. Aber wir wissen ja jetzt, wie wir weiterkommen. Also musst du den Emulator neu starten, um den Ton einzuschalten? Nee, richtig, nee, ja? Ich muss nochmal ins Hauptmenü zurück. Und... Ja, dann mach du das mal. Und da muss ich nämlich in Soundeinstellungen. Mhm. Ich erinnere mich, dass ich das letzte Mal drum gekrabbelt bin, 2 Kabel ausgetauscht habe, irgendwie schwitzenderweise zurückgekehrt bin und dann hast du die Soundeinstellungen gefunden. Aber rein theoretisch, jetzt müsste ich was hören. Ja, jetzt mache ich es auch laut. Ich wollte es erst leise lassen. It's sound. It's magic. Ja. Ist das das Spiel? So. Nee, das ist die Wartemusik von genau, der Recallbox. Das ist die Grafik des Atari STs. Das Grafikwunder von 1985. Grafik ist nicht das mit dem Ton. Entschuldige. Du bist voll klug. K-L-U-K. Ja. So. Das ist das Tolle an diesem Emulator. Der macht das wirklich... Warte, das können wir aber mal einblenden hier. Wieder zurück. So. Ja. Also das ist wirklich schön an dem Emulator, dass es wirklich so 1:1 umnimmt. So, also starten wir nochmal neu. Aber machen wir jetzt einfach mal nur. Jetzt machen wir es ja ein bisschen schneller. Jetzt wissen wir schon, was passiert. Ist die Überraschung ja weg. Ah, und jetzt hörst du auch. Weil so hat man sich das ja früher vorgestellt. Dass die Dinger immer so komische Geräusche machen. Es gibt jede Menge Hollywood-Filme, die stellen sich das im Jahr 2017 auch noch so vor. Also ja. Ist ja nicht jetzt so viel anders jetzt. Ja. Du kannst es, glaube ich, ein bisschen lauter machen. Der Punkt ist, es wird ja nachher noch lauter im Spiel und dann versteht man dich nicht mehr. Hä? Genau. Es ist am 23.01.1986 findet das statt. Mhm.
Naja gut, okay. Bei Hacker ist es so, also du steuerst halt diesen Roboter gleich und das ist ja sehr kurios. Welcome to my engine. Ja, wir sind immer noch ein Atari ST. Das fragt er dich wirklich bei der Atari ST-Version und bei der Mac-Version und so auch, oder was? Ja, ich weiß nicht, wie es zum Beispiel bei der 64er-Version ist, ob es da auch so ist, weil die 64 kannst du ja nicht auswählen. Aber vielleicht haben sie einfach hier die gleiche Version. So, und jetzt muss ich ihn natürlich fragen, was, er sagt jetzt, drücke den Button. Use mouse to align laser test point specified by push button to run test. Okay. Gut, Infrared, also muss ich das jetzt erstmal aussuchen, was es ist. Und Infrared Video Image Sensor, würde ich mal so sagen, das ist hier das Auge. Und sagt er, okay, das ist, ja. Okay. Such. Das Kompaktor. Ja, wo ist der Fluxkompensator? Ja, wo ist er denn? richtig. Klar. Hydraulic Motivator. Ja, die Hydraulik, ja. Das sieht nach dem hier aus. Oh, okay. Ja, das ist toll. Was? Also Joint ist irgendwie so eine Verbindung. Ja. Also das ja. Ist auch was anderes. Jetzt soll ich also kiffen. Okay. Vielleicht die Feder da hinten vom Rückgrat? Das hier? Nee, die Feder von dem Rückgrat da drin, dass das Joint ist. Verzockt. Ey. Try again. Bitte wiederholen Sie Ihre persönliche Glücksmelodie, ne? Wer kennt's? Bitte geben Sie das Passwort ein. Was? nee, das war doch das hier. Das Rad. Felmenport. Ah, okay, das ist bestimmt das hier. Das sieht mir, das hängt so raus, das ist ein Port. Oh, jetzt muss ich es nochmal machen, weil ich ja einen Fehler hatte. Also man erkennt einfach, wie viel scheiß Geduld man damals haben musste für solche Spiele. Das haben wir heutzutage gar nicht mehr, ne? Nee. Also ich gleich zum anderen Spiel, da gibt es auch noch einige paar sehr gute Geschichten dazu zu erzählen. Du hast dein Mikro schon wieder 5 Meter weggemacht. Nein, ich habe es nicht mal angefasst. Danke, Mama. Kriege ich noch ein bisschen Milch und Kekse. Er hat dir nichts aus dem Gesicht gewischt, also du keine Beschwerden. Du hast eine Cola noch. Ja, das da war dieser. Ich habe hier gefragt, hilft mal einer aus dem Chat dem Sven? Dann kam natürlich, dem Sven ist nicht zu helfen. Ist jetzt von wem? Wem muss Nisha. Ich? Ach so, na gut, der darf das. Okay. Ja, no arrows found, Button. Haha. Okay. So, jetzt bin ich natürlich in diesem System drin und darf mit meinem Spionage. Oh, das ist toll. Wie soll ich mich denn nennen? Sven. Sunny Fox. Bärchen, ich bin auch für Bärchen. Servus, Ibims, der Bärchen. Du hast jetzt abends zu Hause gefragt. Sitzen, schön vor dem Fernseher. Wie wär's mit Winkelkatze? Genau. Das wird meine neueste Zen-Übung einfach. Siehste, Bärchen kann ich gar nicht eingeben. Du hast so lange gewartet, glaube ich. Weil er keine Umlaute kann, ist klar. Dann schreib halt mit E. Barchen. Okay, heißt ja. Use mouse to align correct time over your home position. Push button to lock in coordinates. Okay, wie viel haben wir jetzt? 21 Uhr? Und sind ungefähr... Boah, ja, gleich 21 Uhr. Ja, da sind wir. Also hier ist dunkel, hier ist Darkroom. So, sehr schön. Time looking, ja, verification. Guck mal, Sieb, du hast Grafik. Das ist nicht toll. Mm-hmm. Schön. Aha. Also das ist dieser Roboter, dieser SLU, mit dem ich mich jetzt durch diese Geheimspionagetunnel, wer kennt sie nicht,
überall auf diesem Planeten verteilt sind. Irgendwas, ich glaube, irgendwas will es von mir. Es, nicht, dass es reicht, dass es blinkt. Nein, es macht es natürlich mit einem lauten Geräusch. Final Test, War Appreciation. Target Death. Ja, ja, ja. Successful Hardness of Magma Surface Temperature Differential. Mein Gott, ja, ist ja gut. Sag doch einfach, du bist ein Roboter und musst von A nach B. So. Lass den Tisch stehen. Haben wir nicht bezahlt. So. Ja, jetzt muss ich mit diesem Roboter, den ich habe, darf ich mich jetzt halt so von A nach bewegen. Und das ist der Sound genau von dem Spiel, das hier brummt. Okay. Ja. Und die ersten Leute gehen schon. Man kann sich halt immer nur... Ja, da haben wir jetzt endlich mal Reaktionen hier, ne? Ja, wir hätten das wieder in der vorletzten Sendung machen. Einfach mal wieder ein bisschen Sexgames oder so spielen können oder so. Aber gut. Guck doch mal, was du mit deinem Roboter da anstellen kannst. Ja, genau. Also ich kann mich jetzt hier... Du siehst halt immer, in welche Richtung du dich bewegen kannst. Und ich muss jetzt zu diesen Punkten hier kommen, weil dort treffe ich dann Leute und... die müssen mir Sachen geben. Und das bedeutet, also siehst ja immer, welche Richtung der gehen kann. Also jetzt kann ich nur noch Süden gehen. Und gehe jetzt nach Süden und drehe mich im Kreis. Das ist unheimlich toll. Du bist der blinkende Punkt auf der Landkarte. Ich bin der blinkende Punkt, ja. Das heißt, du bist mitten im Ozean. Nein, ich bin unter dem Ozean. Hallo, sieht das nach Wasser aus? Das war meine Frage. Genau, nein. Nein, also ich bin hier unter dem Ozean und muss jetzt gucken, dass ich hier rüber komme, wo Tag hell ist, weil dort treffe ich dann andere Agenten, denen ich dann irgendwas abschwatzen muss, damit ich einzelne Teile wiederbekomme von einem Dokument. Es ist ein Spionage-Thriller, habe ich doch gesagt. Gut. Wir kriegen gut. Oder wie andere sagen würden, Mann, ist das scheiße langweilig, dieses Spiel. Und das war so erfolgreich. Also vor allen Dingen wollte ich jetzt dich fragen, dass du das hast mit der Grafik, wolltest du mir das 100x100 Pixel Fenster da zeigen, wo diese abgefahrenen Effekte gerade vollzogen wurden, ja? Danke. Das ist der Hammer, ne? Oder? Das ist Wahnsinn. Ja, was denn? Das ist. Also komm, das ähnelt schon sehr Wolfenstein und Doom. Also. Wow. Ja. Ich würde jetzt sagen, es schmerzt. Aber du bewegst dich gerade irgendwie von Südamerika weg. Ja, genau. Ich kann mich ja immer nur bewegen, wo die kleinen Zacken mir zeigen. Ach so. So, und jetzt, als ich gerade nach Westen gegangen bin, ging er irgendwann nach Süden. Also ich drehe mich im Kreis. Das heißt, ich muss einen anderen Weg finden, wenn ich jetzt nach Osten lang gehe. Liebe Zuschauer, diese Störfrequenzen im Ton sind nicht wir, das ist das Spiel. Oh, ja. Hat noch Alarm? Keiner sich beschwert hier im Chat. 20.000 Meilen unter dem Meer. So, und das ist nämlich jetzt, dass du ein geschreddetes Dokument suchen musst. Und das bekommst du nämlich, indem du use the SRU, um mit denen zu verhandeln. Das heißt, ich bekomme jetzt auch Geld, um denen halt Geld zu geben. Also die geben mir Sachen. Das heißt, da wird jetzt auch noch verhandelt und nicht einfach geschossen oder irgendwas. Es ist wirklich schön, Sven, was also du so alles in deiner Jugend gespielt hast. Ich habe hier Reise zum Mittelpunkt der Langeweile im Chat. Ja. Da versucht natürlich wieder jemand nur zu trollen. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach mal eine Runde Impossible Mission spielen? Nein, das ist ein Kumpel von mir. Also, nein, er hat ja nicht... Er hat ja nicht Unrecht. Er hat ja nicht ganz Unrecht. Aber was heißt, es ist Langeweile, es ist ein spannendes Agentenspiel. Nur weil es nicht die ganze Zeit... Ich höre schon Gelächter. Ja, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Ja, Hacker von 1985. Recht erfolgreich. Hat auch Grafik, ein bisschen Ton und keine Anleitung. Mir fällt gerade noch eine Sache ein. Das ist das Hacker von Activision, ne? Was? Nein, das ist das Hacker von Electronic Arts. Ach Mann, du wolltest das von... Ja, natürlich ist das Hacker von... Das war das, wo Jörg Tröge heute sich so gefreut hat, dass du das spielst, weil er das so toll findet. Das hat er doch auf Facebook geschrieben. Ja, das hat er auf Facebook geschrieben, genau. Aber heißt der auch Dröge, aber naja. Och nee, das war gemein. Nein, Entschuldigung, Jörg. Du weißt, wie ich das meine. Der guckt zu, ne? Ja, natürlich guckt er zu.
Nein, es ist, und er wird dir das auch bestätigen, ein wirklich spannendes Spiel. Und wenn du, wenn früher die Spiele einfach so aussahen wie ist es mal eine Abwechslung, mal ein Spiel, wo man auch ein bisschen denken muss. Und aber gut. Ja, ich glaub dir das. Aber das klingt auch irgendwie so gerade wie Damenbeschwerden. Also gut, komm. Dann würde ich sagen, wechseln wir doch mal zu Impossible Mission, einem Spiel, was etwas actionreicher ist. Das heißt, wir wechseln jetzt hier auf den... du hast die Fernbedienung? Achtung, Achtung, Fernbedienung. Uiuiui. Was muss ich machen? Ach so. Auf Input S Video. Und wir müssen noch... Wir müssen jetzt vor allen Dingen erstmal hier wieder dieses Störgeräusch ausmachen. Den Ton da wechseln. Ich glaube, das hier. Und hast du deine Box da ausgeschaltet, oder? Ich habe da gar nichts ausgeschaltet. Die kann ja anbleiben, wir gehen ja gleich wieder. Das ist ja geil, das funktioniert ja. So. So. Impossible Mission ist aber auch so ein Spiel, was man irgendwie so ein paar Stunden spielen kann, ne? Oder Tage. Ja, solange man sich nicht in den Joystick reinbeißt, also im Gegensatz zu Hacker, was ja eher ruhiger ist, ist Impossible Mission ja eher so ein Spiel, was dafür sorgt, irgendwann mal sehr unruhig zu reagieren. Ich habe auch extra vorher geguckt, dass es nicht so eine irgendwie... Wir hatten beim letzten Livestream, haben wir, also wie die Arnold Schwarzenegger-Spiele gespielt haben, haben wir auch sowas wie Barbarian, was so auf Conan deutet. Und dann habe ich gesehen, dass bei diesem ganzen ROM-Set von den C64-Spielen auch ein irgendwie, was war das, Naked Barbarian dabei war. Es wo war die Pixel Barbarian 2 The Porno. The Porn, ja genau. Und wo halt diese Pixelfiguren nackt rumliefen. Irgendein... einfarbig, nicht nackt. Also... Ja, es sah, naja, gut. Aber halt für einen damaligen 12-Jährigen war das schon mehr, als er jemals... Es war wunderschön, gib's zu. Es war ein Traum. Ein absoluter Traum. So. Das... So, im Porsche, Impossible Mission von 1984 von der Firma Epix. Im Gegensatz zu Activision gibt es die schon länger nicht mehr. Activision ist ja heute noch gut im Geschäft und mit gut im Geschäft ist einer der weltgrößten Publisher, die ja sowas wie Destiny oder jetzt Destiny 2 angekündigt haben, also die noch sehr, sehr gut im Geschäft sind und einer der wenigen, ich glaube neben Electronic Arts und Ubisoft sind die noch so die ganz, ganz Großen, die noch aktiv sind. Ja, unser schönes Cracktro. Was ist eigentlich interessant, also die ganzen Spiele sind doch theoretisch freigegeben, oder? Also nein. Das muss nichts heißen. Also dieses, was immer Leute sagen mit Abandonware, das ist Quatsch, wenn irgendjemand noch die Rechte an diesen Spielen hält. Und das ist bei einem Spiel von Epix, wo es sogar Neuauflagen gab von Impossible Mission. Gar nicht mal so ungewöhnlich. Also bei Impossible Mission würde ich nicht sagen Abandonware. Ich hatte es ja gesagt, ich arbeite immer noch für einen alten Spieleentwickler, Cinemaware, die so Sachen wie Defender of the Crown rausgebracht haben. Und da habe ich die Tage darauf aufmerksam gemacht, dass jemand einen Super Nintendo Port dafür macht, gerade am entwickeln ist. Von diesem Defender of the Crown. Und den habe ich dann angeschrieben, der hat erstmal nicht reagiert, weil er, glaube ich, Angst hatte, weil, hallo, hier ist Sven von Cinemaware, melde dich mal. Bis dann ein Kollege ihn angeschrieben hat und sagt, hier, antworte dir mal bitte. Und er hatte wirklich Angst, dass ich jetzt sage, hier, hör auf zu programmieren. Du hast ihm direkt einen Vertrag angeboten, oder? Ja, ich habe ihm direkt gesagt, nee, ich will, dass du das weiterentwickelst, damit ich das wirklich für Super Nintendo auf Modul veröffentlichen kann. War ganz glücklich. Ja, das glaube ich. Ne? Also von daher ist das mit diesem Abandonware ein ganz, ganz heikles Thema. Also ja, aber der ganze Kram ist doch im Netz. Natürlich ist alles im Netz. Aber es gibt diese Seiten, die du ganz normal irgendwie nutzen kannst, gerade für den 64er, wo es doch diese ganzen... Ja, wo du mit einem Tool eigentlich alles runterladen kannst, was jemals für ein C64 erschienen ist. Interessiert ja auch keinen mehr großartig.
Außer wenn du irgendwas Neues damit machst, dann wird es natürlich so. Ein aktuelles Thema ist ja zum Beispiel gerade, es gibt ein paar Entwickler, die wollen das Indiana Jones Fate of the Atlantis neu aufsetzen, neu auflegen. Und die haben angefangen zu entwickeln, haben eine Demo gemacht und sind dann auf die Idee gekommen, hey, wir könnten uns doch mal bei Disney, also LucasArts, Disney, wenden. Wie sieht's denn aus? Und das war eine blöde Idee, oder? Das war eine blöde Idee, natürlich. Weil die haben gesagt, also die haben freundlich gesagt, Jungs, bitte, wir möchten nicht, dass ihr das weiterentwickelt. Wir haben kein Interesse, da irgendwas rauszubringen. Kommt denn jetzt hier schon Ton? Oder ist das... Ja, ich wurde auch gerade gefragt, wo bleibt der Ton? Wo? Wir reden die ganze Zeit, wo bleibt der Ton? Natürlich, nee, ich glaube, es kann sein, dass Ton erst jetzt gleich kommt. Oh, jetzt hätte Ton kommen müssen. Mhm. Weil jetzt kommt ja dieser bekannte Synthi-Ton. Beweg dich mal. Ah. Nee, da müsste... Doch, ja, da ist Ton. Was. Ja, ah, man hört was. Dann mach mich doch lauter. Das ist natürlich das absolute Highlight. Okay, das Spiel ist natürlich auch gut, aber eins der Highlights haben wir natürlich jetzt gerade verpasst, ist nämlich diese Sprachausgabe, in dem der Bösewicht des Spiels sagt, oh, another visitor, stay alive, stay forever. Ein sehr markanter Satz in der Retro-Szene und eigentlich auch neben der flüssigen Animation eigentlich das Highlight damals. Also wie gesagt, man muss halt einfach sagen, das Spiel ist von 1984. Das mit der flüssigen Animation meint er ernst. Ja, es ist so. Ja. Also ich glaube, erst mit Prince of Persia gab es etwas, das besser aussah. Also der Punkt ist, ich war ja auch begeistert von Impossible Mission. Ich habe halt nur überhaupt nicht verstanden, was man machen musste. Also ich bin immer in die Räume rein, da kann man halt diese Dinge begutachten. Ja, das ist ja auch eins der Vorteile, wenn man ab und zu damals entdeckte... Ah, Actioncam. 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 Kann ich mich verwirren. Okay, das ist jetzt Impossible Mission 2. Was war das da? Wenn man damals sowas Tolles wie das hier hatte... Wenn man sich dieses Spiel gekauft hatte, dann gab's, im Gegensatz zu Hacker, hatte dieses Spiel eine Anleitung. Ja, und was für eine? Ja. Ne, okay, wie gesagt, das ist jetzt halt für Teil 2, aber... ja, und dann hätte man tatsächlich gewusst, worum es geht. Ja, Wahnsinn, oder? Allerdings. Ja, worum geht's? Du hast eine bestimmte Zeit, du musst halt Puzzleteile finden. Diese Puzzleteile musst du dann zusammensetzen und dann bekommst du einen Code und kannst dann halt den Endgegner besiegen. Das Interessante an dem Spiel ist auch, dass du jedes Mal, wenn du es neu startest, die Level immer neu aufgebaut werden. Also du hast nicht immer das gleiche Spiel. Die werden also immer zusammengewürfelt, die Räume. Die Räume ähneln sich aber, die haben also andere Positionen, aber ansonsten sind die... Also es sind die gleichen Räume, die dann nur mal irgendwo an anderen Stellen sind. Genau. Okay. Warum bist du jetzt da wieder raus? Weil ich Angst habe, weil da mir zu viele Roboter sind. Weil ich gucken will, ob hier... Ah, genau. Dieses Terminal... Ein Schachbrett quasi. Ein Schachbrett quasi. Deshalb habe ich auch unbedingt nach Ton gefragt, weil hier musst du nämlich hören... Ich erinnere mich. Die Tonleiter. Als wir es gerade vorhin getestet haben, konnte das natürlich nicht funktionieren, weil wir ja nichts gehört haben. Ja? Nee, so. Also. Nee, Moment. War wow. Richtig. Ne? Geile Effekte. Jetzt habe ich das Passwort, die Aufzüge zu steuern. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt kann ich nämlich das Passwort, um die Roboter mal kurz auszuschalten. Das erkläre ich dir gleich. Das habe ich sogar hinbekommen. Ja, ne? Hier im Chat wird gefragt, ob es da auch einen ersten Teil gibt, weil das Mission... Ja, den spielen wir gerade. Aber also das heißt ja zwei. Ja, wir spielen den ersten Teil, das ist der zweite. Ich habe den ersten Teil nicht. Verstehe. Den zweiten hat er sogar auf Kassette noch, Alter.
Man muss ja dazu sagen, der Sven hat ja noch eine neue Sammlung angefangen. Er hat ja ganz viele Bigboxen-Materialkrams gesammelt. So viele Spiele. Ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Und dann hat er sich überlegt, die gibt es ja nicht nur auf Kassette, auf Diskette, die kann man auch auf Kassette sammeln. Hat er noch ein paar Billigregale gekauft und sich irgendwie noch einen Haufen Kassetten besorgt. Ja, weil es macht einen Unterschied, ob du 500 Tapes im Regal hast oder 500 Bigboxen im Regal hast. Das du meinst, weil deine Wohnung voll war, hast du gedacht, steigst du auf Kassetten um? Ja, damit okay. Sie langsamer noch voller wird. Macht Sinn, ja. Ne? Spannend. Es gibt anscheinend auch ein Remake okay. auf der Wii, ja, erwähnt genau. hier gerade CZ. Das meine ich nämlich zum Beispiel, Impossible Mission ist jetzt nicht so ein Spiel, wo du sagen könntest, ey, ich... Mach da jetzt mal was Neues mit, weil da ist vor 7 oder 8 Jahren eine Neuauflage von erschienen. Also das heißt, da hat jemand noch die Rechte dran. So, jetzt habe ich gerade was freigeschaltet. Jetzt könnte ich eigentlich mal gucken. Ich wollte noch kurz erwähnen, der Held heißt Alvin Atombender. Sehr toller Name. Nee, das ist der Bösewicht. Aber hier steht Alvin Atombender Back in Power. Genau, das ist der böse. Weil du bist so. Attention Special Agent 4125. Ah, ich habe nur eine Nummer. Bösewicht hat einen Namen. Immer noch besser als Bärchen. So, Password accepted. Das heißt, die Roboter stehen jetzt still und jetzt kann ich erstmal hier in Ruhe kopieren. Ja. Muss alles. Und das ist nett, die Objekte verschwinden dann immer. Ich stelle mir das gerade bei IKEA vor. Haha. Entschuldigung. Toll. Wow. Ach, super. Jetzt müsste ich das nochmal neu. Musst du wieder zum Piano zurück, oder was? Ja, am Arsch. Cool. Das fand ich immer das Beste, irgendwie hingekämpft durch die und dann nach Blitzstrahlen. Ja gut, ein Puzzleteil hatte ich ja schon gefunden. Ach, scheiße. Ah, und. Ja, genau. So. Also der Raum ist leer, da muss ich jetzt nichts mehr holen. So. Klingt toll, oder? Das ist ein super geiler Fahrstuhl. Fahrstuhl des Grauens. Ah, diese Bälle. Diese. Ah, gut. Hat sich jetzt selber kaputt gemacht, weil er in so einen Roboter reingeklatscht ist. Gut, jetzt müsste ich nochmal neu so eine. Aber eigentlich brauche ich das nicht, weil. Die sind doch gefangen da in ihrem eigenen. Die sind beide. Also das ist eigentlich ein sehr. Genau, und schon habe ich wieder ein Puzzlestück. Das ist allerdings eine fiese Nummer, der könnte jetzt schießen, oder? Nee, macht er nicht. Nee. Die schießen automatisch, also die sind dann schon immer in Schussstimmung. Also die warten nicht auf dich. Ja. Nein. Ha. Effekt. Okay. Aber der war cool. Er war aber kurz vorm Übersteuern, glaube ich. Ja. So, jetzt kann ich hier schon zum Beispiel. Ich glaube, hier kann ich mir No Image Selected. Also, genau. Und jetzt hab ich erstmal hier ein Puzzlestück. Also, da kann ich noch nicht wirklich viel machen. Ich will auch mal so einen Raum hier. Komm. Gib mal her. Bin ich jetzt irgendwo neu? Ja, ich bin neu. Wer hat das denn von euch gespielt früher? Ah, schön. Schon ein paar Leute. Ah, ja, ich bin so beruhigt. Ja, da melden sich also 5, 6. So, ja. Für alle, die es nicht sehen. Gibt es denn einen, der das durchgespielt hat? Ja. Okay, wer hat es denn im Original gehabt? Okay. Nee. Ja, da melden sich jetzt gerade auch 5, 6 Leute. Ja, ja. zum Thema Impossible Mission. Auf dem Atari 7800, die US-Fassung, war der Name nämlich Programm. Da hatte das Spiel nämlich einen riesen Bug,
der es unmöglich machte, das Spiel komplett zu lösen. Das wurde erst in der europäischen Version behoben. Die Leute regen sich heute immer über Day-One-Patches auf für Spiele, dass du irgendwie 30 GB runterladen musst. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Aber, sowas wie, viel zu früh. Ich weiß, das war eine saublöde Idee. Also hier unten, das ist ja mal richtig fies. Kannst du da noch irgendwas abschalten oder müssen wir jetzt wieder zu dem Piano zurück? Du müsstest dann nochmal zu dem Piano, dass du diese Fähigkeit hast, Robots zu disablen und dann kannst du da runter. Wo war denn das? Hoch, hier links. Wie viel Leben hat man da nochmal? Ich glaube sogar unendlich, weil die Zeit, eine Zeit läuft ab. Falsch, oder? Du musst Tonleiter hoch und runter. Und für so ein Triangelkind wie mich war das echt scheiße schwierig, weil ich so von Tonleitern... Jetzt hab ich's vergessen. Das war falsch. Ja? Nein. Was war denn die verfluchte Reihenfolge? Die Tonleiter hoch. Ja, ich glaub's, ich hab das der Reihe nach hier angeguckt. Ich glaub's, ich kann nein, hier irgendwie... Nein, nicht der Reihe nach. Die Tonleiter, soll ich hier tanzen? Ja, mach du das mit der Tonleiter. Nein, ich bin noch so ein Trier. Ich kann das nicht. Ja, ich hatte in Musik eine 5. Heute ist Tanzverbot. Wie kann man in Musik eine 5 kriegen? Sagt der mit der Triangel. Alter, das ist ja wie eine 5 in Religionsunterricht. Hatte ich auch, außer Jay. Yeah, Strike. Hast du ein Kreuz verbrannt im Unterricht oder was hast du gemacht? Nee, ich war evangelisch und der Lehrer mochte mich nicht. Meine Güte. Komme ich da wieder raus? Ja, indem du es löst. Und aber wenn ich es nicht löse, ach komm jetzt. Weißt du was, ich gehe jetzt mal eine rauchen und du löst das. Nein. Warte mal. Nee. Ist hier jemand musikalisch begabt? So minimal. Ah. Zwei Versuche, hä? Triangelkind. Ja, ja. In your face. Ne? Arschkeks. Wo wolltest du mal hin? Ach so, hier unten. Also hier kommt, CZ schreibt, der Schrei, wenn man runterfällt, war auch geil. Der Kannst du das mal simulieren? Das wäre schön. Jetzt noch nicht. gleich kann ich das gerne mal machen. Was? Aber ich hab doch... Ja. Ja. Scheiße. Okay. Naja gut, der ist wenigstens berechenbar. Also ich meine. Ja, schon. Das ist also so schwer es wirkt, du kannst da schon einiges... war ja klar. Das war jetzt auch nicht so intelligent. Brutze. Der Todesschrei. Ja, da brauche ich eine andere Ebene. Nee, du musst da einfach nur runtergehen, eine Klappe hoch und rüber und dann... Schon über zwei Ebenen nur? Nein, du musst doch unten nur die Tür aufmachen. Guck mal, da sind doch zwei Fahrstühle. Machst du einen aus und dann springst du rein. Oh, ich werde hier gerade wegen der Aussprache von Sissy... Er heißt Sissy? Er heißt C-Set Tunes, glaube ich. C-Set. Du nennst ihn Sissy. Nee, Bernd nennt ihn Sissy. Also. Man kann auch einfach mal so reinlaufen, ist auch kein Problem. Das ist... Ja. Oder so. Oder so. So, das letzte hole ich mir jetzt noch. Meint Lars das in dem Spiel spiele ich mit? Bitte? Ja, Lars in dem Spiel spiele ich mit. Ja, ist eine gute Frage. Sven, verstehst du Lars' Kommentar auf Facebook, dass er in dem Spiel sogar mitspielt?
sieht jetzt nicht so aus, als ob irgendjemand hier Pate stand für die Figuren. Lars. Welcher Lars? Der Lars Bernhofen vom Stammtisch Marburg. Retro-Stammtisch. Denk. Egal. Ich, Aber du weißt, welcher Lars. Ja, ja, ich weiß, welcher Lars, aber ich, Egal. Was hat er genau geschrieben? In dem Spiel spiele ich sogar mit. Hier, ja, natürlich. Sein Avatar. Ach, ist ja der so. Dr. Evil da. Ja, hier. Hey, ich dachte, ach scheiße, da ist ja noch, egal, ich lasse das jetzt. So, ich will ja noch überleben. So. Also am Anfang sind die Level noch ein bisschen. Hat der gerade was gesagt? Ja. Ja, destroy him, my robots. Oh. So, jetzt jage ich die Kugel erstmal in so einen Roboter rein. Das ist immer ganz gut. Ja. Gut, da brauche ich nichts, weil da ist ja. Das sieht doch schön hier aus, oder? Aber ich hab doch. Leckt der Stream gerade? Ja. Lass mal gucken. Eieieiei, was machst du nur? Der Joystick ist kaputt. Ja, ja. Ja, aber natürlich. Alter. Oh ja, klar, und der brät natürlich. Also wenn wir den Stream hier sogar noch über LTE Mobilfunk gucken können, ohne Probleme, glaube ich nicht, dass der laggt. Dann ist gut. Ja. Ich finde toll. Ach, scheiß auf diesen Raum. Der ist fies. Ja, und so, ne, je weiter man reinkommt, desto fieser werden die Viecher natürlich. Ich glaube, so wie ich das gerade geschafft habe, schaffe ich das nicht mehr. Doch. Trevor freut sich auch über das Gebrutzel hier. Klar. Gott. Die Entwickler waren auch echt Sadisten. Also es ist. Ja, dreh dich doch ruhig immer um. Aber du hast geübt, oder? Nein, nicht wirklich. Okay. Ich hab's mal kurz geladen, aber nicht wirklich angespielt. Aber ich habe das früher auch öfters gespielt. Muss aber dazu sagen, dass ich, den Sinn mit den Puzzlen nicht wirklich verstanden habe, weil, sowas wie Anleitung hatten wir ja nicht. Ja, wir können auch noch, also ich habe ja noch andere Spiele. Ja, die Frage ist, kommen wir irgendwo weiter mit den Puzzleteilen jetzt noch? Meinst du, dass wir irgendwas sehen, was irgendwie was anderes ist, außer ein paar Räume? Dann würde ich sagen, brechen wir es ab. Das ist doch mal, Das ist doch mal eine Ansage. Ist doch mal eine Ansage. Bernd fragt gerade, muss man alle Räume schaffen? Du musst alle Puzzleteile finden. Okay. Und dazu solltest du natürlich dann die meisten Räume schaffen. So, jetzt kann ich den C64 ausschalten, weil das waren nämlich wirklich die Spiele, die wir heute auf dem C64 gespielt haben. Und du darfst auf der Fernbedienung
mal umschalten. Das waren die Spiele. Wir haben Hacker zwei. Auf dem Atari ST. Ja. Und ja, eigentlich wollte ich ja noch Neuromancer spielen, aber das funktioniert hier nicht. Das ROM scheint wohl irgendwie... Schade. Was, ja, für, was für ein Input brauchen wir denn da? Ja, HDMI 1. Ach so. Das ein tolles Spiel hatte, was auch ein super Soundsample hatte, nämlich das Intro, das Intro-Musik. Die war nämlich der Knaller. Das, weil das war nämlich wirklich so ein Spiel, das hast du ohne Anleitung nicht annehmen kapiert. Und das Krasse an Neuromancer war, dass, wenn du das im Original hattest, stand vorne drauf Deutsch. Die Anleitung war in, stand auch nochmal Deutsch drauf. Und das Spiel ist in Englisch komplett. Bei einem sehr super textlastigen Spiel für so einen 12-, 13-Jährigen. So war das. Ehe keine Anleitung hattest, war das natürlich... So. Ich von daher, also Neuromancer hatte echt eine gute... Von einer Band, ich hatte mir das aufgeschrieben, dieser Track von Devo, Some Things Never Change von 1988, und die sind heute immer noch aktiv. Ja, Devo, wer kennt sie nicht, mit Whip It und so? Ja. Mach mal. Ja, genau. Mach mal, natürlich. Mach mal das Spiel an, bitte. Geh auf jedes Konzert. Okay, was du nicht in Musik kannst, kann ich nicht in Spielen. Ja, bitte. Das hätte man jetzt auch positiver verpacken können, aber okay. Ja. Als nächstes spielen wir Rise of the Dragon. Du kannst ja mal die. Oh ja, Action Cam. Mhm. Ich mach. Genau. Upp. Von Dynamics. Wir spielen jetzt die Sega-CD-Fassung. Es rutscht, Entschuldigung. Vorsicht. Was rutscht? Die Packung. Die Packung. Ach so, ah. Naja, passiert nicht viel. Nee, das ist falsch. Vielleicht die Rückseite. Ach so, Entschuldigung. Genau. Ist das die Rückseite gewesen? Hier, sehr nerdy. Hier, Jeff Tunnel. Halt, ja. Mach den mal. Halt damals den mal. Ein recht bekannter Entwickler, Heart of the Dragon, der recht gute Action-Adventure gemacht hat, wie jetzt zum Beispiel das Rise of the Dragon. So. Wow. Heute nicht mehr so aktiv. Geile Brille. Ja. Danke, Jeff. Das ist halt nun mal aus einer Zeit, in dem die Entwickler auch noch an vorderste Front gestellt worden sind. Also Leute wie Jeff Tunnel oder jetzt Neuromancer zum Beispiel Brian Fargo, der immer noch im Geschäft ist. Hier, der Rest sieht eher aus wie irgendwelche Heavy-Metal-Cover aus den 80ern. Ja, stimmt. Hast du den wieder umgestellt im Musiktonausgang? Muss ich ja nicht, weil der müsste ja eigentlich jetzt... Aha. Also eigentlich sollte da jetzt Ton sein. Dann ist das hier... Oder habe ich falsch? Nö, wir gehen aus dem Raspberry raus. Muss vielleicht doch nochmal ins Menü. Oder warte. Nee. Das Ganze spielt 2053. Starten wir einfach nochmal neu. Ja. Und hat für den Amiga, also das ist jetzt zum Beispiel die Amiga-Fassung, 10 Disketten. Also der durchschnittliche damalige 2-Disketten-Laufwerk-Besitzer hatte sehr viel Spaß. Hatte aber noch so ein nettes Gimmick. Es hatte zum Beispiel einen Comic dabei. Also das ist... Heute nennt man sowas Special Edition und zahlt 50 Euro drauf. Ja. Alles klar. Dann Musik. Musik. Weil das Gute ist, das Spiel hat ja auch Sprachausgabe. Deshalb musst du es ein bisschen lauter stellen, weil damit ich verstehe, was die sagen. Kannst lauter. Die Lautstärke an dem, an dem Dings regeln? Nee, nicht da. An dem Ausgabe-Klinkenstecker von deinem Raspberry. Nein. Sure? Nein. Das Intro wird jetzt gar nicht übertragen. War das so gewollt? Ach so, du kannst ja mal das Intro übertragen. Dann sehen die Leute... Nee, dann
Entschuldigung. Oh, mal was. So. Da. Ah. Ja, ist natürlich ganz klar, orientiert sich sehr schön an Blade Runner. Ist ein recht gutes Adventure. Ist 1993, glaube ich, rauskommt. Müsste 93 so gewesen sein. 90. Ja. Steht hier. Ah, okay, dann ist es die Mega-CD-Fassung, die, glaube ich, 93 rauskam. Ne? A Blade Hunter Mystery. Hätte mal eine Serie werden sollen. Und das ist hier, wie gesagt, die Mega-CD-Variante. Lauter, turn it up, dann hören die Leute auch was. Der Punkt ist, im Stream ist es so laut, dass man dich bald nicht mehr versteht. Muss man erstmal nicht. Have a nice trip. Hey, little friend. Atmen hört man nicht immer noch. You got a good time for me? Mm. Wenn ich jetzt nicht auf dem Bildschirm sehen würde... Wie viel Uhr haben wir? 9:30. 9:30. Wir müssen noch ein bisschen warten. Aber gut, dass man es nochmal schön, das Arg nochmal so, man hört ja nicht genug schreien. Also. Oh Gott. Also es geht natürlich über eine neue synthetische Droge, die jetzt so nach und nach alle Leute umbringt. Ja, das kennt man ja. In 3 days, my destiny will be realized. Just as the prophecy foretells. We shall destroy those who stand against us and bring this city to its knees. Yes. The name Bahumat shall once again strike terror into the heart of man. Was ist das denn für ein Akzent? Das ist ein Amerikaner, der versucht, amerikanisch mit asiatischem Dialekt zu sprechen. Aha. Hey, es ist ja, wie gesagt, wie bei Blade Runner halt auch so. Ach so. So, jetzt wache ich natürlich in meiner 100 Quadratmeter Bude hier auf und kann mich erstmal umschauen. Ne? 20 billion people. We have really screwed up. Ja. So, Inventory ist noch leer. Ich laufe gerade noch ein bisschen. Ne, gucken wir uns natürlich erstmal den Computer an. Was sagt denn der Chat? Alle glücklich? Ja, alle glücklich. Wunderschön. So. Seid ihr, die es hier ausgehalten habt, auch glücklich? sanftes Nicken, so in vier Gesichtern. Ja, ja. Hey, oh Gott, da kann auch jemand die Arme heben. Wow, das ist ja mal... Das ist nur, weil es Lore ist. Aber okay. Genau. Also, wie gesagt, Blade Hunter, du bist natürlich so ein Privatdetektiv und bekommst natürlich jetzt hier deinen ersten Auftrag. Hunter? Auch wieder großartige Full-Motion-Video-Experimente. Ja. Kannst du es nicht lauter machen? Warte. Ach so, ja. Ja, der erzählt jetzt einfach nur, dass, wie ist natürlich klar, er ist, glaube ich, irgendwie, entweder ist er der Bürgermeister oder so und seine Tochter ist natürlich jetzt ums Leben gekommen, das war die kleine, ne, und, ja. Ne? Und tolle Animationen und so. Und ja, mein Gott, für 1990 war das toll. Ja. Das ist auch großartig. Also ich meine, ich finde ja immer noch großartig diese Geschichten, dass Menschen heute mit dem C64-Videos abspielen. Ja. Also von daher, das ist schon super. Und da das jetzt kein richtiges Video ist in der Form, muss man ja sagen, ist das auch ganz angenehm, weil da nicht irgendwie die schauspielerische Leistung zu sehr durchkommt. Ja. Die manchmal damals ja noch unter Porno lag. Also von daher, das ist halt eine Frage des Budgets. Ja, ich sag ja, unter Porno.
Ja, das ist seine Freundin, die ihm jetzt sagt, hier, komm vorbei und hol deine Schlüssel ab. Ja. So, jetzt habe ich natürlich hier so ein Bild von der Tochter bekommen, die etwas tot aussieht. Was vermutlich daran liegt, dass sie, ja, tot ist. Sachen gibt's. Ja, sieht ja nett aus, ne? Angenehme Träume. Eher ein bisschen Frankenstein. So. Ja, so ein bisschen, ne? Jo. Ganz wichtig, noch meine ID-Card mit rausnehmen. Jetzt mal, wo ist dein Hackeranteil? Also nicht jetzt, ich will jetzt dich stressen. generell in dem Spiel. Also in dem Spiel ist es natürlich auch so, dass du dich in Systeme reinhacken musst. Also wie jetzt zum Beispiel bei Impossible Mission, wo der an dem Computer, wo der das Passwort rankommt. Das war die IKEA-Mission, klar. Genau, die IKEA-Mission ist es hier bei dem Spiel, dass du dich später natürlich auch in andere Accounts reinhackst, ID-Karten klaust und so weiter. So reine Hacker-Spiele gibt es in dem Sinne wenig. Früher, heute ist es ein bisschen mehr. Also zum Beispiel Watch Dogs, wo du ja wirklich einen Hacker spielst. Und Watch Dogs 2. Deshalb ist das halt ein bisschen so erweitert. Aber du hast eigentlich heute ganz, ganz viele Spiele, die Hacking-Elemente drin haben. Also in fast jedem Action-Adventure musst du Schlösser knacken, musst du Passwörter raussuchen. Beispiel Fallout oder jetzt das neue Prey. Du hast immer Skills, die sich damit beschäftigen, irgendwas aufzumachen. Ne? Und so ist es dann halt auch zum Beispiel auch hier bei dem Spiel, wo du später auch in Accounts reinhacken musst, um Informationen rauszubekommen. Was ja immer so das Thema ist bei diesen Cyber. Ne? So, dann gehen wir mal. Ne? Ganz wichtig, wir wollen ja nicht nackt rausgehen. Ach so, Kleidung angeklickt. Ja. Was war das? Erste-Hilfe-Pack. Ah, okay. Und ein Deo. Und ein Deo, ja gut. Auch in der Zukunft. Man kann jetzt noch ein bisschen hier kurz duschen gehen. Oh. Ach so, nachdem du dich angezogen hast, gehst du erstmal duschen. Nein, ich habe mich noch nicht angezogen. Und nochmal kurz aufs Klar. Weil... Du hast jetzt deine Klamotten im Inventory und musst die drüber ziehen. Genau, zack. Ah. Und schön und in die Hose gestopft. Ja. Wow, das hat Style. So gehört sich das in der Zukunft, die man sich 1989 ausgedacht hat. So, jetzt müsste ich, glaube ich, alles haben. Na, dann kann ich auch mal das Wasser anmachen. It's locked. Ah. Das ist großartig. In deiner eigenen Wohnung ist der Wandschrank verschlossen. Ja, weil den Schlüssel hat ja die Alte. Ach, so, jetzt habe ich alles hier, kann raus und komme natürlich nicht mehr rein, weil ich keinen Schlüssel habe. Obwohl, hier könnte ich, glaube ich, mit der Schlüsselkarte noch reinkommen. Aber ist ja egal, ich will ja eh weg. Ja, wie das hier halt ist. Ne? Man liegt halt so mitten rum. So, jetzt kann ich zum Beispiel, wir können auch in den...
Ah. Da sind wir wieder. Passend zum Pleasure Dome. Wow. Der Linke hat eine geile Frisur. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Kann ich irgendwas mit dem reden? Ja, anscheinend darf ich da wohl einfach rein. Na gut. Dann, was ich natürlich jetzt machen kann, ist, kennen Sie diese Frau? Ja, oder? Musst du jetzt jeden anquatschen, oder wie? Ja, also kannst jetzt da jeden anquatschen und dann... Haben Sie diesen Jungen gesehen? Nein. Genau, haben Sie diesen Jungen gesehen? Nee, falsche Sendung. Excuse me, miss? Yes? My name is William Hunter. You call me Darcy. I bet Chevy fly. You're bluffing your ass off, Sam. Call. Oh. Hurry up and discard, Darcy. Na? A woman posing as a man. Ja, du sollst ja mit ihr reden. Oh. Irgendwie habe ich die, glaube ich, gerade verärgert. Ach, ja. Also die hilft dir jetzt nicht mehr, oder wie? Nee, irgendwie sieht die... Ich glaube, die haben alle drei keinen Bock auf dich. Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Gehen wir mal weiter. Ein Barkeeper, komm. What you want, wimp? Who you calling wimp, Rhino Breath? What? I mean, I'd like to order a drink, please. We don't serve cops in my bar, buddy. I'm not a police officer anymore. Ja. Don't matter. You still smell like pig, man. Yo, man. Ja, drücken. Ja, drücken, genau. Okay. What you want, wimp? Who you calling wimp, Rhino Breath? What? I mean, I'd like to order a drink, please. We don't serve cops in my bar. Das hat er doch gerade schon mal gesagt. Das hat er doch gerade gesagt. Hat er die Eins nicht genommen? Ich glaube, du kannst keinen fiesen Dialog beginnen. What you want, wimp? Who you calling wimp, Rhino Breath? What? Hängt, oder? Ich glaube, die Platte springt. I'm not a police officer anymore. Don't matter. Nee. You still smell like pig, man. Maybe I have. Go away. We don't serve your kind in here. Ach, halt die Schnauze. Ah, ich habe das Bild vergessen. Das ist jetzt einer von den dreien, oder was? Ach so. Hey, greetings, officer. Oha. Scheiße. Oh Gott. Na, er ist doch bestimmt auch auf den einen oder anderen Trip, oder? Not dude, it's Blade. Sorry, dude. I mean Blade. People around here call me Casey Jones. What can I do you for? You look kinda funny. Ach, sag an. Sven? Sure, man. Me and the Jake, we're like real tight. I can't quite remember what he looked like. Hast du noch ein Game zum Zocken? Ja. So. Ja? Ich habe noch ein Game. Und zwar? Shadowrun. Für Super Nintendo. Ja. Wollen wir das vielleicht gleich mal so anzocken? Ja. Und vorher, wir sind immer so uneigennützig. Ach so, ja, du musst ja ein bisschen Werbung machen. Entschuldigung, ich habe meine Tastenkombinationen hier. Eieiei. Moment.
Wir haben ja letztens den Trebor da gehabt. Und ja. Der Trebor, der war ja bei uns in der Sendung. Ich bin so großartig, ich hau mir hier alles durcheinander. Egal. Wir blenden das einfach ein, das kann dann keiner sehen. Das ist hier Nerds and Geeks, The Nerd Zone. Das sind, ja. Wir sind jetzt verpartnert irgendwie mit denen. Hast du mitgekriegt? Ja. Total toll. Die wollen Banner von uns. Ich wusste nicht, dass wir einen Banner haben irgendwie für die Webseite oder sowas. Jetzt haben wir einen. Hast du? Nein, ich dachte, du machst das. Ah ja, okay, genau. Und die sind auf jeden Fall auch sehr lustig drauf und sie gehen morgen auf Sendung, glaube ich, oder? Stimmt, morgen gehen die auf Sendung, ja, am Samstag. Ja, vielleicht könnte der Trebor, wenn er da noch, oder der CZ Tunes, wenn die noch in der Leitung sind, hier im Chat einfach mal sagen, wie viel Uhr. Das wäre eine Sache, wo wir uns zu Wort melden. Und was wir auf jeden Fall, wo wir immer sehr gerne Werbung für machen, ist die Tatsache, dass wir fürs Flipper- und Arcade-Museum Werbung machen. Aber natürlich, weil da sind wir ja eigentlich immer regelmäßig. Genau. Wo ich ja heute gefragt worden bin, warum hätte man da jetzt am Wochenende nicht mal was machen können? Dass man sagen können, okay, Samstag, wir machen das mal für 3-4 Stunden auf und dann werden hier 30 bis 500 Leute rübergekarrt und hätten mal ein paar Flipper und Arcades spielen können. Ja, das so ist halt alles... Von 200 Stück. Aber das, da habe ich auch nicht dran gedacht, das mal einzufädeln. Das ist leichter gesagt als getan, glaube ich immer. Also ja, ja, klar, aber das hätte man einfädeln können, wenn man dran, auch ja. dran gedacht hätte. Trebo ist ab 20 Uhr morgen live. Okay. Und ich hätte noch jetzt hier Flipper und Arcade Museum Seligenstadt das Logo eingeblendet, dass wir halt erster Samstag im Monat darauf hinweisen. Ja. Da gibt es immer Action, da kann jeder reinkommen ab 14 Uhr, glaube ich. Ja. Und es ist sehr empfehlenswert, 150 Arcade-Geräte, 150 Flipper ungefähr, also die meisten davon tatsächlich lauffähig, also alles, was da eigentlich im Raum steht, funktioniert. Es kostet 12 Euro. 12, ja. 12 Euro Eintritt. Die Geräte sind aber alle frei. Ja. Es wäre ja noch schöner, wenn sie ja. irgendwie Münzschlitze noch. Und nochmal 2 Euro Spiel. Das wäre richtig hart. Das wäre ziemlich hart. Ich habe ja mal, da gibt es ja diesen Terminator 2 Flipper, nicht Flipper, dieses Arcade-Spiel mit der Gun. Mhm. Und das habe ich ja mal durchgespielt. Einfach und ich habe mal mitgerechnet. Wie viel Euro das gekostet hätte? Wie viel Mark? Ich glaube, du hast damals, weil das war, glaube ich, ein teures Spiel, es gab ja Spiele für 1 Mark und für 2 Mark. Ich habe insgesamt 238 Versuche benötigt, um das Spiel final durchzuspielen. Wow. Weil es wird am Ende so scheiße unfair. Also es ist wirklich, es ist unfair. Es ist einfach, du schießt und dann kommen 10 Gegner und du bist weg. Und es, also du kannst entweder 238 Mark oder halt 476 Mark. Auf jeden Fall ein bisschen was. Ja, du hast hier schon was gestartet? Ja, ich habe schon was gestartet. Ja, Shadowrun 1993, Data East. Fürs Super Nintendo, es gab noch mal eine Sega Genesis-Fassung, also für das US-Mega Drive, die nicht in Europa rauskam, die aber komplett anders ist. Das Spiel hatte super, also gute Wertungen, hat Preise abgeräumt, war beliebt, hat sich aber leider scheiße verkauft. Deshalb gibt es hiervon nicht wirklich einen Nachfolger. Der Soundtrack wird gelobt im Chat. Ja. Können wir haben wir da eine Kostprobe? Nein. Doch. Doch. Besonders im Gegensatz zu vielen anderen Spielen aus dieser Zeit, also zum Beispiel nochmal auf das Spiel, was wir leider nicht spielen konnten, Neuromancer, das hat nämlich nur dieses eine Lied als die ganze Zeit im Gedudel und das ist nach einer Zeit sehr anstrengend. Es war auch damals schon sehr anstrengend. Ja, neues Spiel, wie sollte es auch anders sein? Du wachst irgendwo auf, gut, hier bist du einfach tot. Jo, okay. Hirnkasten ausgebrannt. Ne? Sieht gar nicht tot aus. Hm, ja, vielleicht. Keine Weil Frage, der ist fertig. Genau. Oh nein. Also. Oh. Ui, ui. Mann. Jetzt. Das mega Intro. Und schwupps bin ich da. Man hat sich eine hochkreative Story ausgedacht, weil du hast dein Gedächtnis verloren. und ne, wo bin ich, wer bin ich? Du bist noch nicht bewaffnet. Ja.
Das muss aber irgendein Slang gewesen sein, irgendwie in den 90, Anfang der 90er, Ende der 80er irgendwas. Hirnkasten ausgebrannt, weil eben auch mein Hirn fühlt sich voll ausgebrannt an. Ah, ein Stück Papier. Hm. Aufheben. Du kannst hier ein bisschen umsehen hier. Zum Beispiel ist es auch geil. Er sagt, du bist noch nicht bewaffnet. Was sehe ich? Ein Skalpell. Das kannst du aber nicht als Waffe nehmen. Nicht? Nein. Warum das nicht? Okay. Müsste man mal die Entwickler fragen. Ne, hier haust du dir erstmal die Tür vom Kopf. Ja. Da müsste doch auch noch was Cooles drin sein in dem Kühlschrank. Dachte ich auch. Aber da, doch, da ist sogar was drin. Sekundenpflaster. Was so in Kühlschränken drin ist, Sekundenpflaster. Ja gut, vielleicht ist es auch kein Kühlschrank, vielleicht ist es ein Schrank. Jetzt wird es eigentlich sehr lustig. Es lebt. Ja. Gut, von einem Pathologen hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Weitsicht. ja. Ne, und die lassen einen auch nicht mehr. Die Tür ist von innen verriegelt. Hier ist keiner aus uns Mäusen. Ja, na, ist klar. Toll. Holztür klingt aber so nach, kann ich kaputt machen. Ja, mit dem Skalpell. Genau. No. Oh, die sehen gefährlich aus. Du kannst nicht mehr leben. Ich habe gesehen, wie dich diese Killer erledigt haben. Aber auch nicht. Es kommen fremde Menschen an, die sagen, ich habe keine Zeit, mich mir an, wenn diese Kerle rausfinden, bin ich auch dran. Sie wollen dich tot sehen. Wenn ich du wäre, würde ich sagen, ja, ist ja gut, dann. Herrje. Du hast ja jetzt nichts anderes gemacht, aus der Tür, als aus der Tür rauszukommen. Ja, das reicht den meisten wahrscheinlich schon. Hm. Lauf ich dem doch einfach mal hinterher. Oh, da wurde schon jemand er. Also ich habe das Gefühl, dieses Spiel hat noch mehr Freunde im Chat als Impossible Mission. Ich finde auch super, hatte ich Drahtkopf genannt. Ah. Das ist voll das krasse Schimpfwort. So, man muss sich ja erstmal bewaffnen. Nein, nicht geben, gebrauchen, so. Nein. Weil es ist ja eine. Ein Ork? Ja, es ist Shadowrun. Jetzt komm. Jetzt, hallo. Das ist toll. Aber es ist geil. Der hat eine Pumpgun oder so. Und dann... Wie ist dein... Kriege ich eine Lederjacke. Toll. Echt... Geil. Wie ist denn dein Gesundheitszustand? Ja, so drei Viertel. Krass. Du hältst ja wirklich was aus. Nichts Besonderes hier, nur eine Leiche. Oh. Ein Hund. Hund kontrolliert dein Schicksal. Was ist das für ein Deutsch? Ja, der Hund redet doch mit dir. Mensch. Ja, trotzdem, komm. Frage nach Hund. Grrr. Na gut, der mag nicht viel, wirklich viel mit mir reden. Dann, laufen wir mal wieder zurück, weil jetzt habe ich ja eine Waffe. Die auch unendlich Munition hat oder so? Oder? Die hat sogar wirklich unendlich Munition. Ah, super.
Das ist geil. Hat sich immer die Tür vor die Nase. Jetzt bin ich immer rausgerutscht. Ja, Alter, wieso schießt ihr denn alle immer auf mich? Ich hab euch doch nichts getan. Harter Typ. Ja, geil. Und wer bist du? Ich bin harter Typ. Konkret. Lila Blut, ja. Nein, nicht drauf schießen. Geld, ich habe Geld gefunden, super. 10 Lu Yen. Ja. Also im Chat sind sie sich alle einig, das ist recht komplex gegen Ende und. Gegen Ende? Oder so. Ja. Das ist schon am Anfang sehr. Und gegen Ende hat man Probleme weiterzuspielen, kommt hier. Also ja. Ich fände es jetzt großartig, wenn du dich irgendwie an den Schreibtisch setzen könntest und Büroarbeit erledigen könntest oder so. Genau, ein bisschen erstmal den harten Typ erledigt und dann macht man ihm seine Arbeit weg. Der freundliche. Einer muss sie ja machen. Freundliche Killer von nebenan. Oh, was ist da? Einen Briefbeschwerer. Den du wahrscheinlich auch nicht als Waffe benutzen kannst. Vielleicht kann man den ja tauschen oder gegen irgendwas so. So langsam verdünnisiert sich das Publikum. Gibt es irgendwo noch eine Parallelveranstaltung, die jetzt gleich anfängt? Ich glaube, 10 Uhr ist noch irgendwas. Ich glaube schon, ja. Da wird genickt da hinten, ja. Ist was Cooles, dann gehe ich auch hin. Fragen nach Hund. Ehrlich, ich weiß es nicht. Frage nach Schusswaffen. Ehrlich, ich weiß es nicht. Die Dialogtechnik ist großartig. Mein Gott. Aber die Antworten sind auch faszinierend. Ich glaube sowieso nicht. Kann ich die umschießen? Warum denn? Warum nicht? Nee. Die hält ganz schön was aus. Oder er ist zu doof. Sekretärin, die ist unkaputtbar. Die ist unkaputtbar. Aber die war unfreundlich zu mir. Also ja, die meinte es gar nicht gut. Die weiß nur nichts. Aber sie ist auf jeden Fall härter als harter Typ. Oh, ein Cyberdeck. Das ist toll. Gegenstände. Cyberdeck. Krass. Benutzt du für Computer? DGC. Der Bernd fragt gerade, ob es ein Lösungsbuch dazu gab damals. Ich glaube sogar nicht. Und wenn so unoffiziell, nicht wie heute so Lösungsbücher, die immer offiziell herauskommen. Ja. Glaube ich sogar nicht, aber es gab Lösungen, also halt in den Zeitschriften damals. Gegenstände, Cyberdeck, gebrauchen, Computer. Wow. Hm? Error Condition Analysis. Aha. Data Jack Malfunction. Also brauche ich wahrscheinlich einen neuen Anschlussport. Ja. Das USB-C oder sowas. Nee, genau. Klar, unser Betrieb. So. Die Spannung steigt, jetzt kommt der Techniker, der schmeißt uns gleich raus. Ja, genau, schieß doch einfach mal auf 10 mich. 10 Uhr. Hallo? Vielleicht kann ich ja jetzt mein Schnellpflaster benutzen. Dein was? Mein Sekundenschnellpflaster. Ach so. Ja! Was ist da passiert? Ich habe wieder Energie. Ach so. Ist Videophon. Ist aber generell total die tolle Bürowelt. Ja, gut, was man halt so machen soll, ne? Rede nicht so laut, willst du irgendwas loswerden? Frage nach Hund. Sven, hast du das Pen and Paper eigentlich auch damals gespielt? Ja, das habe ich sogar gespielt. Zwar nicht allzu lange, weil sich die Gruppe sehr schnell wieder irgendwie aufgelöst hatte.
Aber es ist, war ja, sehr lustig, aber halt auch sehr komplex, muss ich auch sagen. Ja, was denn? Ich dachte, ja. Bist du ein Shadowrunner? So, ja, bist du. Bist du der Schlüsselmeister? Bist du der Schlüsselmeister, genau. Willst du sie anwerben? Sie können fast alles, Frage nach. Anwerben. Killer. Mindestens 500. Hast du nun nicht, oder? Nee. Ja, ich dachte, der hat doch was gesagt hier mit. Willst du irgendwas loswerden? Ja, ich habe doch Kram. Ach, du bist doch ein Idiot. Aber den darf ich wahrscheinlich auch nicht erschießen. Der meint ja auch gut mit dir. Nein, dann wird er sagen, willst du was handeln? Ja, hier, guck mal, ich habe eine Bürohefter. Briefbeschwerer, mir, ja. Ein Briefbeschwerer. Gib mir Munition. 10.000 Nuyen. Bisschen Hacking-Komponente haben wir ja schon gesehen. Was war dein weiterer Punkt, dass du das rausgesucht hast jetzt so? Weil es eine der coolsten Cyberpunk-Rollenspiele ist. Okay. Aus der Zeit. Ja, es ist Shadowrun. Eintrittskarten. Das ist meine Eintrittskarte. Och, gut, es ist. Oh, welchen Kreditschlitz? Ja, ich habe keinen. Toll. Gehen wir mal raus. Na komm, ich dachte eigentlich ein bisschen mehr Action. Oh. Heckenschütze. Das ist auch. Ah. Oh, das Geld gefunden. Ja, Wahnsinn, 30 Nuyen. Dafür musst du jetzt gehe ich mal in eine Bar und da kann ich wahrscheinlich jetzt den ersten Shadowrunner anhören. Oh, hallo. Bist du auf dem Weg zum Club? Ich schieß dir gleich in dein Genick. Echt, ey. Oh. Hast du keine Eintrittskarte, siehst du alt aus. Oha. Zombies. Hallo? Ghoul, okay. Was? Hatte ich gerade aufgegessen? Nee, aber der war... Ach so, fast. Ich gehe mal schnell. Mein Gott, die haben echt Kraft. Dabei war ich gerade... Aber ich kann jetzt, glaube ich, wenn ich in den Club gehe, kann ich mich, glaube ich, sogar heilen lassen. Im Sensenmann-Club. Sensenmann-Club. Was ist denn das für ein lila Ding da unten? Das ist auch so ein Ork, den ich anheuern kann. Du siehst verstört aus. Ja. Das Brot auf Gegenseitigkeit. Heilen. Heilen. Ja, Straßendoktor. Ja, gut. Ja, das ist mir schon klar. Ein ST kommt sofort. Ja, vielleicht hilft er. Kommt ja immer drauf an, was so drin ist in dem ST. Es ist geil. Hey, ich hätte gerne eine Eintrittskarte. Du siehst blass aus. Also ich würde an deiner Stelle mal den ST trinken. Den hat er dir angeboten. Ja, den hat er aber... Oder bekomme ich den jetzt? Oder oh, warte mal. Na, kommt er hier hin? Ah. Ui, ja. Das ist aber nett. Ah, nein, nicht schießen. Nehmen. Ups, halt, Entschuldigung. Ich wollte hier Gegenstände
Da kann sie nicht mal trinken. Warum war das Spiel noch mal so gut? Kann ich jetzt mit dem reden? Vielleicht kannst du mir einen Eistee geben. Ja. Eisenfaust kann sich, du musst schon ordentlich was berappen, wenn du entdecken willst. Anwerben. Nein. Ich kann ihm ja jetzt wirklich mal ein nicht schießen und meinen Eistee geben. Ihnen gebe ich das nicht. Jesus. Wer bist du denn? Der Jamaikaner. Die sind alle so unfreundlich. Oh. Ja, ist keine nette Welt. Ja, ist halt keine nette Welt. Ja, also du musst dich natürlich jetzt nach und nach weiterentwickeln, dass du dann halt auch dich in die Systeme größer einhacken kannst. Nachteil ist natürlich, ich hätte ein bisschen später anfangen können, weil dann, also mit einem Speicherpunkt, um dann halt mal solche Sachen zu machen, das ist natürlich jetzt am Anfang nicht so möglich. Ja, das war jetzt noch Shadowrun. Und da wir Neuromancer nicht spielen konnten, weiß ich, wollen wir noch eine Impossible Mission oder... Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind Wir haben jetzt, glaube ich, 6 Leute, die in den Notebook gucken und noch 6 Leute, die dabei sind. Ich würde sagen, ja, wir hatten einen netten Auftritt. Wir hatten am Anfang auch ein paar sehr amüsierte Leute, die dann durchaus noch Rahmenprogramm hier hatten. Ich meine, wir sind ja auch nur Beiwerk. Wir könnten uns dann freundlich verabschieden und in Ruhe abbauen und noch ich mein Chili essen. Genau, dein kaltes Chili. Ja, dann vielen Dank, dass ihr hier so lange ausgehalten habt. Und ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Easter Hack. Wir gehen gleich auch nochmal. Wann ist unsere nächste Sendung? Unsere nächste Sendung ist am 20.05. im For Amusement Only. Am gleichen Tag, wo auch die HomeCon stattfindet. Und abends ist dann unsere Sendung Retro Bla mit Star Trek spielen. Im Flipper und Arcade Museum. Im Flipper und Arcade Museum Seligenstadt. Also macht's gut. Tschüss. 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 Danke.